Schade eigentlich, das ist so eine schöne Brücke. Das Gesicht meiner Schwester. Nach all den Jahren. Ich hatte Erfolg und konnte sehr schnell ihr Vertrauen gewinnen. Ihr Erdenname ist Elion Brown. Elion. Ja, sie wird eine ausgezeichnete Prinzessin sein. Zumindest eine gewisse Zeit lang. Tja, und was habe ich gemacht? Unerschrocken die Seile der Hängebrücke durchgeschnitten und mich dann meisterhaft in das offene Portal geschwungen. Um danach genauso meisterhaft noch fast 20 Meter die Straße lang zu schlittern. Au, sei vorsichtig! Entschuldigen Sie, Mr. Tapferer Held. Hey, Leute, hört mal alle her! Wow, was ist denn mit dir passiert? Gewöhnliche Heldenverletzungen. Verstehe. Na egal, Elion hat einen Freund. Was sagst du, Freund? Das hat sie mir ja gar nicht erzählt. Ist doch eben erst passiert. Dieser Typ, Brian, er führt Hunde aus. Sie haben sich kennengelernt, als ein Spitz stehen blieb, um an ihrem Knöchel zu schnüffeln. Ist das nicht voll süß, Leute? An meinem Knöchel hat noch nie einer geschnüffelt. Wie schön für Elion. Sie war ja so unglücklich, seit sie ihren Mark verlassen hat. Sie war unglücklich, weil sie ihn verlassen hat? Na sicher, weil sie keinen Freund mehr hatte. Du bist gut. Sie hatte einen Freund, bis sie ihn verlassen hat. Wir Meridianer sind ja wohl altmodisch. Wir verabreden uns nur mit Leuten, die wir auch mögen. Dann frage ich mich allerdings, warum er so lange mit Corny braucht. Oh, er nimmt uns jegliche Lebenskraft. Haben Sie schon gehört? Man sagt, die Prinzessin sei gefunden worden. All unsere Sorgen könnten damit vorbei sein. Meinen Kindern zuliebe hoffe ich, dass das wahr ist. Wenn Sorgen vergessen machen, großes Essen. Schneiden Essen hier mit Fußmesser. Das ist Fartek, der Wärter. Er hat das Schloss verlassen. Die Wärter haben die Erlaubnis, im Dorf zu patrouillieren. Er hat Schwert und Schild zurückgelassen und Proviant für einen Tag mitgenommen. Interessant. Fartek ist also der elende Verräter, den wir gesucht haben. Ja, er wird das, was er heute gehört hat, der anderen Seite mitteilen. Die Wächterinnen dürfen nichts von der Identität des Mädchens erfahren, bevor ich soweit bin, sie herzuholen. Geduld, Cedric. Er ist groß und langsam. Folge mir. Nimm den Larvik. Ja, Scheiben, Würfel, Stücke und Gabel auch dran sein. Blank nichts machen, sei nur Messerverkäufer. Erinnerst du dich an mich? Große blaue Dinge alle gleich aussehen. Dank mir ist Caleb aus dem Verlies entkommen. Ja, richtig, gutes blaues Ding. Wollnuss haben. Autsch! Ich habe wichtige Nachrichten für Caleb. Ich muss dringend ein Portal finden. Großes blaues Ding, heute Glückstag. Blank haben Portal Spezial. Elion, wieso hast du es Hailin erzählt und mir nicht? Ich habe sie zufällig getroffen. Und wieso hast du nicht zufällig mich getroffen? Was darf es sein, meine Dame? Caleb, oder? Was denn? Du arbeitest hier? Ich brauche Geld, um bei dem Kampf gegen die... Gingivitis zu helfen. Sein Vater ist engagierter Zahnarzt. Und, was konntest du über Brian in Erfahrung bringen? Ich habe nicht zugehört. Bitte? Du hast nicht zugehört? Schlimm genug, dass ich mir ein Handtuch vor die Hose binden und Leute fragen muss, ob sie noch etwas Aprikosensoße möchten. Ich werde mich nicht noch weiter erniedrigen, indem ich mir das Gerede eines frisch verliebten Mädchens aufschreibe. Wenn du dich hinterm Mandarinenbaum versteckst und Notizen machst, übernehme ich deine nächste Schicht. Das klingt nicht schlecht.
Du hast gesagt, für den Umhang und für den Rucksack zeigst du mir ein Portal. Oh, Schuhe schön aussehen. Wenn blaues Ding auf Erde, brauchen Reiseleiter. Da ist er. Ich greif mir den Verräter und Lafek kann den Passierer haben. Kreatur wie du nur annehmen, ungeschoren davon zu kommen. Du wirst nicht gewinnen. Kaleb wird dich besiegen und die Prinzessin zurück auf den Thron bringen. Du bist der Einzige, der ihm sagen könnte, wer sie ist. Aber dazu wird es nicht mehr kommen. Großes blaues Ding, folgen! Folge mir und nimm dein Haustierchen mit. Zeit fürs Abendessen. Wollt ihr ihn haben? Na klar. Das ist ja eine klasse Idee. Mein Magen knurrt schon seit Stunden. Mädchen! Blank, dich füttere ich nicht mehr durch. Wow, Wächterin, seid vereint. Nein, nein, nein. Gutes blaues Ding. Ach ja, richtig. Er ist Kalebs Freund, Portok, oder? Fartek. Wie ist es dir denn so ergangen? Du siehst irgendwie blau. Ich muss Kaleb etwas sagen. Der ist nicht da. Sag es uns. Kaleb, so eine Überraschung. Fartek. Kaleb, ich hab Neuigkeiten. Entschuldigt uns bitte. Gehen wir rein, was essen. Lang, oben auf dem Dach liegt eine tote Taube. Wirklich eigenartig. Ellions Idealtyp war immer groß mit langen blonden Haaren und blauen Augen. Ja, und? Und? Kaleb hat sie belauscht, während sie gegessen hat. Da beschrieb Ellion diesen Brian als durchschnittlich groß, mit kurzen roten Haaren. Und grünen Augen. Wieso spioniert ihr mir überhaupt hinterher? Falls Ellion dir eingetrichtert hätte, nichts zu verraten. Wir müssen gehen. Aber wir essen gerade. Warum so eilig?
Weil nun feststeht, wer die Schwester von Phobos ist. Ja, und ihr Name lautet Elyon Brown. Das ist unmöglich! Das fasse ich einfach nicht. Ich kenne Elyon schon mein ganzes Leben lang. Sie ist meine beste Freundin. Phobos Schwester, die Erbin des Meridianischen Throns, wurde vor über 12 Jahren auf die Erde gebracht. Nein, Elyon wurde hier geboren, im Heatherfield Memorial. Woher will sie das denn wissen? Ich kämpfe nicht gegen sie. Es ist mir egal, wer sie ist. Aber so lautet unser Auftrag. Dass wir einfach unsere Freunde verraten. Ganz ruhig. Und wenn sie diese böse Prinzessin ist, warum haben die Bösen sie da nicht mitgenommen? Sie müssen ihr Vertrauen gewinnen. Die wahre Thronerbin verfügt über große Kräfte, auch wenn sie sich dieser gar nicht bewusst ist. Phobos weiß, dass er behutsam vorgehen muss. Wir dürfen seine Schlauheit auf keinen Fall unterschätzen. Das bedeutet also, dass wir Zeit haben, oder? Wir müssen nicht sofort etwas unternehmen. Nein, er wird Bestien in Menschengestalt herschicken, die sich bei ihr einschmeicheln. Sie wird sich zu ihnen hingezogen fühlen, aus Gründen, die sie nicht nachvollziehen kann. Oh nein, ich ahne da etwas. Ihr neuer Freund, der mit den grünen Augen. Die zwei sind gerade auf dem Volksfest. Volksfest? Genau da sein Portal. Ah! 20 Karten. Die müssten für eine Stunde reichen. Wer zuerst an der Achterbahn ist. Junge, verdächtig aussehen. Das sagt ja der Richtige. Warum berühren wir ihn nicht einfach mit dem Kristall und beenden damit die Aktion? Das kann ich dir genau sagen, weil ich eine Bestie nicht vor Tausenden von Leuten entlarven kann. Wenn der eine Bestie ist, dann eine ziemlich mickrige. Nicht immer haben sie in anderer Gestalt dieselbe Größe. Eine Gruppe bleibt bei Ihnen, die andere im Hintergrund. Wechselt euch ab dabei. Und ihr zwei wartet hier. Hallo, Will, Cornelia, Caleb, das ist Brian. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ebenso. Cornelia, ist alles in Ordnung? Ja, alles okay. Ich muss dichter dran sein, falls irgendetwas passiert. Großes blaues Ding können schwer verstecken. Da drinnen schon. Blank, komm mit. Hey, Kuckuck. Hängst also die ganze Zeit mit diesen Mädchen rum? Sie benehmen sich heute Abend irgendwie seltsam. Man muss sie eben kennen. Oder auch nicht. Ich komme nicht an sie heran, wenn die dabei sind. Ich brauche ein Ablenkungsmanöver. Sie hat nichts getan, aber wir verfolgen sie, als wäre sie eine Verbrecherin. Du hast doch gehört, was Mrs. Lynn gesagt hat. Sie werden Elyon holen. Ich weiß nicht, ob ich all das über sie glauben soll. Tja, du hast ja auch nicht glauben wollen, dass wir fliegen können. Was soll das denn bitte schön darstellen? Buh? Tut mir echt leid, dass ich nicht Ihrer Meinung bin, Miss Versieglerin aller Portale. Ich mag Elyon auch, aber... Caleb hatte gesagt, du sollst warten. Will! Großer Ärger! Das ist eine Geisterbahn, Blank. Es soll doch so sein, dass die Leute darin Angst bekommen. Vor falschen Monstern, nicht vor echtem Riesensaberungeheuer.
Vor dem Versiegeln des Portals muss irgendetwas durchgekommen sein. Blank sagen, Riesensabberungeheuer. Ich suche Elion. Wächterin, seid fein! Ja! Wasser! Feuer! Erde! Luft! Sabberndes Ungeheuer! Erde, erhebe dich! Oh. Das ist Plastik! Es brennt nicht! Hey, warte! Elion, geht es gut? Wasser! Elion, du warst ja schon eine ganze Weile nicht mehr im Buchladen. Hallo, ich komme, um mein Herz auszuschütten, wenn es mal etwas schlecht läuft. Aber heute Abend amüsiere ich mich ganz wunderbar. Es freut mich wirklich, das zu hören. Es darf nicht ins Freie gelangen. Danke! Tatek! Wir müssen versuchen, diese Riesenraupe zu umzingeln! Bolt Will, der Monster! Ihr zwei verwandt sein? Erde! Ich werde mich um ihn kümmern. Ja! Hey, Blank, keine Angst vor Sabberraupe! Blank, ihr zeigen! Na, Brian, wollen wir morgen Abend auch irgendwas zusammen machen? Elion, du bist echt nett, aber du hast einfach zu viele abgedrehte Freunde. Tut mir leid. Hey, wie läuft's denn so? Warum sagen wir Elion denn nicht, dass sie in Gefahr ist? Sie muss es endlich wissen. Ja, Cornelia hat recht. Wenn wir ihr sagen, dass sie die Prinzessin der bösen Stadt ist, wird sie uns für bescheuert halten. Also, was bringt uns das? Da hat Taranee recht. Wir dürfen es Elion nicht sagen. Na toll. Cedric, kann ich Sie mal kurz sprechen? Wann immer du willst.